Warum? Ach, can't take it back, no. I'm got so much left to say, but I'll take my words and walk. Monster spawn, ne? Naja, egal. Warte mal. Musik aus, Geräusche, also gut, stimmt, mir fällt gerade wieder ein, was ich auch noch machen wollte, und zwar, wo habe ich die Säge jetzt hingelegt, die muss ich auch noch irgendwo haben, die Säge, halt das Problem, wenn man alles in 10.000 Kisten reinwirft. Ist halt gar nicht mal so ein. Was, das geht nicht? Och nee. Aber mit normaler Erde geht's doch, ne? Ja. Aber ich will nicht mit normaler Erde. Mach ich hier mit, Alter. Ja, ich glaube, das geht auch nicht. Ja, Logo. Da müsste ich Dings nehmen. Normal ist Cobblestone. Damit dann halt sägen. Egal. Oder ich lasse es sogar so. Hat ja auch einen gewissen Charme. So. Nee, nee. Hier will ich schon einen Übergang machen. Mache ich das Ganze mit Stein. So. Zack, zack. Ja, doch. Sieht eigentlich ganz cool aus. Besser als erwartet. Was jetzt so passiert, das ausschaut. So. Das war auch das Ziel eigentlich. Ich brauche jetzt aber noch ein Dings, ein Bucket. Und dann will ich hier drüben noch kurz auch noch ein bisschen Gras hin machen. La 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 la. Damit das Ganze ein bisschen friedlicher auch. Und vor allem auch ein bisschen gediegener ausschaut. Nee, das funktioniert so nicht. Ich muss das ein bisschen höher machen. Nee, das geht auch nicht. Aber wie mache ich das am besten jetzt? Hier eine kleine Brücke oder sowas in der Art. Kann ich das jetzt überhaupt machen? Ich glaube, ich müsste irgendeinen anderen Block oder so wählen. Oder eigentlich geht's ja. Also ich finde es nicht schlimm. Sieht doch cool aus irgendwie. Also der Keller sieht echt geil aus. Ich bin echt mega impressed. Muss ich sagen, wir haben die 30 übrigens schon lange voll. Was mache ich denn hier jetzt eigentlich noch? Ich will den Keller fertig machen, zumindest diesen Teil. Achtung.
kurz noch das hier machen. Zack. Und dann haben wir hier eine unendliche Wasserquelle geschaffen. Zack. Ah, etwas zu früh. So, nochmal. So. Voilà. So, das war's. Der Keller ist nun soweit eigentlich ready. Sieht doch ganz cool aus. Ich will noch kurz das Ganze mit dem Twilight Forest austesten, ob das auch alles wirklich einwandfrei funktioniert. Dass ich da einfach in den Brunnen springen kann und nachher unten im Keller wieder rauskomme. So, rein da. Zack. Und das wird dann auch gleich das Ende der Aufnahmesession sein. So, ich bin im Twilight Forest, lalala. Geht zurück und ich lande, ich lande, ich lande, ich lande. Im Twilight Forest. Genau das. Bin ich jetzt hier irgendwie eingebracht? Alter, nee, oder? Ah, jetzt. Ja, es kann halt ein paar Probleme geben. Aber eigentlich alles in allem landet man dann am Ende im Keller. Vielleicht nach ein paar Mal und so muss man vielleicht halt noch mehr machen, bis man dann effektiv hier drin ist. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Es lohnt sich. So. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr haut raus. Bis zum nächsten Mal. Und ja, der unterirdische Keller ist jetzt soweit eigentlich ready, würde ich sagen. Also. Sehr gut, meine Freunde, und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Tech. Heute mit dabei ist als Gast mein kleiner Bruder. Hallo. So, ich schaue jetzt auf die Welt und du weißt ja gar noch nicht, was ich letztes Mal alles so gebaut habe. Denn ich war tatsächlich extremst produktiv. Oh, das sieht mega cool aus. Aber einmal habe ich das gesehen. Er hat kurz reingekommen, glaube ich. Ja, aber das war am Anfang der Aufnahmesession. Oh, ich habe hier so einen unterirdischen Garten gebaut. Oh, der ist mega laut. Ja, den will ich sowieso noch leise machen. Den hatte ich ja letztes Mal schon so extrem laut drin. Ich jetzt eh aufgehört, oder? Nee. Der Scheiß. Oh, stimmt, ich habe glaube ich gar keinen. Ah doch, Sildas Vibran ist drin. Und das Ding ist, ich habe den immer drin, so dass ich mittlerweile gar nicht mal mehr merke, wenn ich überhaupt einen Shader drin habe oder aber nicht. So, das hier ist der Keller meines Hauses. Der ist noch nicht ganz fertig. Das ist mein Haus. Hier geht's nach oben noch. Hier ist noch nichts gebaut. Und oh, geil. Tastaturfehl mal wieder. Sehr schön. Ich darf mal wieder das Coolste machen, worauf ich mich bei jeder Aufnahme immer mega freue. Tastatur kurz ausstecken und wieder rein. Hast du keine Namen? Doch, doch, schon, aber die müsste mittlerweile sogar etwa rum sein. Ich habe die Tastatur jetzt schon fast 2 Jahre. Vor allem, ich meine, das ist jetzt der Aufwand von 10 Sekunden, das geht in Ordnung. So, und hier habe ich nämlich so einen Brunnen gebaut. Das habe ich immer gemacht in der früher. In jedem Fall, den ich gemacht habe, habe ich einfach einen Kackbrunnen gebaut. Ach übrigens, ich habe den Enderdragon besiegt. Und wenn man hier in den Brunnen reinspringt, da kommt man nämlich direkt in den Twilight Forest. Und wenn man wieder rausgeht, dann kommt man manchmal nicht raus. Aber wenn man rauskommt, dann landet man halt eben in diesem unterirdischen Garten. Das ist nice. Hat eine Weile ist das unter deinem Haus? Ja. Aber hier will ich noch mit Stein ersetzen, damit das Ganze ein bisschen cool ausschaut. Es gibt doch diese dunklen Gesteine. Du hast sie wie Marble einfach schwarz, glaube ich. Achso, ich weiß welches du meinst. War kurz. Das wäre nice, so schwarz-weiß. Ich glaube, das wäre wirklich cool. Das hier irgendwo. Basalt Cobblestone, ne? Ja, genau. Das findet man auf relativ krassen Tiefen. Irgendwie. Ja, ich hoffe, das passt jetzt mal. Ah, da hast du angefangen zu bauen, was ich dabei war. Ich bin schon
Genau. Das ist die Farm. Die sieht momentan so aus. Ich habe ein blaues Chocobo bereits hergezüchtet. Nee, irgendwie nicht so, aber egal. Ich lasse das jetzt halt einfach um ein bisschen Farbabwechslung reinzubringen. So, jetzt hier euch zweimal wieder paaren. Ihr seid nämlich wieder ein. Arsch mich nicht, kleine Schwuchtel. So, wieder ein gelbes Schoko. Scheiße, ich brauche ein grünes. Das wäre nicht schlecht. By the way, habe ich ganz viele Piratenschiffer gemacht gestern. Also in der letzten Aufnahmesession. Ich habe da ganz viele Sachen wieder rausgekriegt. Das ist mega heftig, was man da so alles kriegt. Muss ich gar nicht. Oh, tschü. So, dann, warum? Ach, dich, Alter. Blödes Ding, Alter. Wie dumm kann dieses Vieh eigentlich sein? Krieg zu viel, Leute, wieder mal. Zum 10.000. Mal kriege ich zu viel. So, ich muss jetzt kurz meine Feldhacke wiederholen, weil dieses dumme Chocobo da alles kaputt macht. Ja, ich habe hier 5 Diamanten, dann habe ich hier 33 Diamanten, dann habe ich keine drinne, hier auch nicht. Ich habe auf jeden Fall sau viele Diamanten. Hier habe ich nochmal 16. Ja, stimmt, das wollte ich ja noch machen. Ich muss noch ins Nether gehen und dann nach einer Festung suchen und dann Wither Skelets killen. Hier habe ich einen Boomerang gefunden, tatsächlich. Den finde ich richtig cool. Und hier nochmal ganz viel mit dir. Ach so, mit dem Boomerang, ja. Ist mir bewusst, tatsächlich. So, das Ziel für heute ist eigentlich ins Nether zu gehen und. Ja, aber erstmal. Warum habe ich das jetzt hier reingelegt? Kann mir das mal jemand erläutern? Ob ich die jetzt. Alter, wo habe ich die jetzt hingelegt? Ah, hier. So, die brauche ich nämlich. Denn erstmal will ich sowieso mein Fell wieder auffrischen. Im letzten Part bin ich tatsächlich auch durch einen Bug gestorben. Ich habe nämlich so einen Tower Golem besiegt, also so den Boss von so einem Tower. Ich denke, du weißt, was das ist. Und irgendwie, als ich den besiegt habe, ich war tatsächlich relativ low, was das Leben angeht. Und da war irgendwie noch einer und der war unsichtbar bei mir und ja. Ja, nee, der hatte keine Verzauberung drauf. Mal kurz, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Wo habe ich meine Feldhacke? Hä, das ist ja voll bescheuert. Okay. Das ist ja das Coolste an Hexed. Das hat ja auch nichts mit PvP zu tun, sondern PvE. So, meine Feldhacke ist scheinbar weg. Ich mache mir jetzt einfach mal eine neue. Eisen reicht ja eigentlich. Feldhackentechnik, da braucht man nicht mehr. Dann brauche ich noch ein bisschen Holzen. Ja, habe ich. Wie nochmal? Hast du jetzt gesehen, was ich gemacht habe? Ja, nicht nur das. Ich habe aus 26 Level 89 gemacht. Keine Ahnung, das ist glaube ich so ein Bug, den ich jetzt halt einfach mal use, dass es immer 89 Level draus kommt. Irgendwie. Keine Ahnung, woher das kommt. Egal, ich beklage mich mal drum nicht. So. Welche Folge ist das? Weißt du, das müsste etwa 40 oder so sein. Also mal zack. Ups. Zack. Nee, Haltbarkeit 2. Und Schutz, Sack. Nee, kann man tatsächlich nicht. Feurige Aura, das hört sich halt auch. Nee, aber kurz, ich mach kalte Berührung, das ist geil. Vitality. Enchant.
So, mal kurz gucken, ob das wieder geht mit den Level. Ich habe noch 19 Level über, wie ihr sehen könnt. Jetzt dürfte ich auf jeden Fall schon einiges mehr auf dem Kasten haben.